Okay Leute, willkommen zu einem weiteren Video aus Schweden. Hallo! Könnte sein, dass ihr im Hintergrund ein paar laute Motorengeräusche hört, weil wir sind an der 5. Etappe von der WRC Schweden, von der World Rally Championship. Und wir dachten uns, wir fahren hier einfach mal mit den Bikes heute hin, über die mit Eis bedeckten Straßen. Ihr könnt sehen, hier der Boden, der hat einfach eine fucking Eisschicht. Ich weiß nicht, wie dick die ist, aber hier ist alles mit Eis benetzt. Und dafür haben wir die richtigen Räder am Start. Ihr solltet es jetzt eigentlich wissen, aber wir haben die EXC auf Spikes umgerüstet. Und mit diesem Setup haben wir richtig viel Grip. Das Problem ist, erstens hat er noch kein Kennzeichen dran. Das müssen wir noch dran machen. Das ist ein bisschen kaputt, aber wenigstens ist eins dran. Die Einheimischen, die bauen sich hier überall so Wege für die Schneemobile. Also die Leute haben hier wirklich auf Casual angelehnt Schneemobile in den Hütten stehen. Wir gucken jetzt mal, ob meine anspringt. Ah, wir warten noch ein bisschen. Die Batterie ist sehr kalt. Hier die schöne Banane. Ja, mit genug Panzerband kann es eigentlich nicht abfallen. Und die Spikes, die kommen mir leider gegen den Auspuff. Das ist ein bisschen kacke. Aber was will man machen? Ein bisschen Verschleiß hat man immer. Deshalb habe ich auch nicht den Acra dran gemacht, weil viele haben mich gefragt. Und der ist natürlich auch leiser. Ich glaube, man will ja jetzt hier nicht unbedingt unnötig Krach machen. So, nochmal versuchen. Ah! Ja, jetzt können wir mal den Kaltstart reinmachen. Wo sitzt er? Wo bist du? Ich sehe dich. Da ist er. Das erste Mal, dass man den Kaltstart wirklich braucht. Leider bin ich mit meiner Hose gegengekommen, nicht so gut. Wir haben ja von Polo Handschuhe für den Winter bekommen, die sind echt der Wahnsinn. Hörst du mich? Ja. Geilo. Für dich würde ich sterben. Husqvarna. So. Auf geht's auf die Rallye. Jetzt zeig mal den Rallye-Fahrer mal, wie man richtig schnell fährt. Ist so. Okay. I like it. Startklar? Ja. Weise mir den Weg, mein Jung. Und wir haben gerade erstmal 14 Uhr und ihr seht, da hinten ist die Sonne und die steht schon so tief. Also hier hat man echt wenig Tageslicht. Jetzt müssen wir rechts rum, ha? Ja. Dieses Auto. Ja, das Kennzeichen, man kann es nicht mehr lesen. So. Also rechts rum, ha? Ja, rechts rum. I like it. Junge, das ist so unfassbar geil, Alter. Oh, das macht so Spaß. Oh, ist schon geil. Oh, Junge, Alter, wird direkt durch. Ah, so viel zum Thema Radfahren, Lars. Ja, die lief ja 2 Minuten. Muss schon reichen, ist ja. Vollgas! Oh Junge, die ist nur am Durchdrehen. Ja, 500 hat zu viel Leistung. Das kennen die ganzen 500er Fahrer. Boah, Alter, das sah so geil aus in der Sonne. Junge! Guck mal, hier ist ein Zuschauer. Safe von der Rallye. Sollen wir die mal fragen, wohin die ist? Egal, wir fahren einfach mal ein Stückchen vor, hätte ich gesagt. Ja. Ja, die sind safe alle bei der Guck mal, Rallye hier. Guck mal, wie viel Schnee auf diesen Auto. Ja, die laufen alle links, die laufen alle links. Guck mal, lass mal links fahren. Wir auch einfach mal links. Ja, wir haben ja so VIP-Tickets. Wir versuchen es einfach mal. Du musst denken, wir sind keine Autos. Wir sind Fahrräder mit Hilfsmotor. Ja, stimmt. Ein bisschen viel Power. Spectator Area. Die denken, wir gehören hier dazu, weil kein Mensch hier mit Motorrädern fährt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir. Ah, hier. Da ist der Tunnel, wo wir gefunden haben. Da hätten wir so durch müssen. Aber hier sind eine Autospur und es geht safe klar. Die denken sich alle vor, verpiss dich. Deine Kette ist ab. Laber. Hast deine Kette verloren. Die ist runtergesprungen gerade. Aber wie kann ich jetzt den Motor ausmachen? Oh mach nein. Aus, mach aus. Er geht nicht, mein Schalter ist kaputt. Ach, scheiße. Ich kann ja nicht. Oh, scheiße, Kakao. Jetzt sind wir am Arsch. Jetzt sind wir richtig am Arsch. Nein, das schaffst du nicht. Das schaffst du niemals. Wie geht dir so? Hä? Zündkerzenstecker ziehen. Ja, scheiße, stimmt. Halt mal mein Bike, ich mach's. Halt mal. Es ist einfach gerissen, ne? Ich krieg den nicht ab. Jetzt. Ah, jetzt. Ah, perfekt. Fuck. It's not good. No, you can't drive like this. No. Junge, warum reißt denn jetzt deine Kette, Alter? Das habe ich ja noch nie erlebt. This was not good. No, it's not good. Ey, guck mal, das ist einfach gebrochen. You drive too hard. Yeah, he's very fast, always. Ich war zu schnell für die Kette. Junge, du hast so Glück gehabt, dass du nicht am Fahren. He had so much luck that he was not going fast when this shit broke. Where you come from? Germany. Germany? Yeah. Oh, welcome to Sweden. Yeah, welcome, bro. Germany, you have a Brazil. Wir sind alle voll drunk, hier riechen so nach Bier. Ja. Ja Lars, jetzt, aber was machen wir jetzt mit dir? Du kannst jetzt noch hier runterrollen. I was like, good luck. Okay, thank you very much. Have fun, guys. Thank
Have fun. Aber wo kriegen wir eine Kette? Hier gibt's auch safe alle, jemand, der eine Kette hat. Guck mal, das ist einfach gerissen. Guck mal hier. Da, das ist einfach das gerissen. Das Kettenglied. Ja, einfach das Kettenglied gerissen. Ja, wann hast du das letzte Mal gewechselt? Das ist so typisch Lars. Das kann nur dir passieren, sowas. Alles hey, fahren, bis es kaputt geht. Hä, wie lange ist jetzt drauf? Ein Jahr oder so? Ein Jahr? Ja, ich hab noch gesagt, lass Schmiere mitnehmen. Ja, das ist auch nicht geändert. Ja, also ich will einmal kurz jetzt da hochfahren und schauen, wie es aussieht, okay? Ja, guck mal, du bist auch so ein Depp, dein Notaus ist kaputt, ja, Notaus, das war ein Notfall, du kannst dein Notaus nicht benutzen. Ja, aber der ist erst seit gestern am Arsch. Scheiße! Theoretisch brauchen wir nur ein neues Kettenglied, die kann man safe nochmal ja, aufmachen. Ist, ja, genau, nochmal ein Jahr fahren. Da kaufst du jetzt einfach eine neue, das ist einfacher. Du rollst jetzt runter, ich check mal ab, was oben geht, dann komm ich dir helfen, okay? Hörst du mich noch? Ich höre dich. Oh nein! Okay, der eine, der war ja ultra besoffen, ey. Ja, dann lass. Keine Verbindung mehr zu Lars. Is it allowed to ride like this here? Yeah, yeah, that. Oh, it's very good. Hello. Eigentlich stand da show your ticket. Das wäre das Richtige für Lars gewesen. Aber hä? Wo müssen wir denn hier überhaupt lang? Ich verstehe das nicht so ganz. Ich glaube aber, man konnte noch hier links irgendwo lang. Er macht, Junge, er macht so schnell auf. Sorry, maybe you can help me out. How do we get to the start? The start? Ja. The start. Ja, die Eintritt ist da. Hä? Huh? I'm from Germany, yeah. Ich spreche Deutsch. Echt? Ja. Oh. Er ist völlig überfordert, er tut mir so leid. Das ist natürlich auch smart. Okay. Ja, okay. So, die Stadt ist auf diesem Weg. Okay. Aber sie dürfen leider nicht mit dem Motorrad fahren. Okay, okay. Sie müssen diesen Rad auf, sie können durch diesen, danach finden sie einen Parkplatz, da kann ich den Rad parken. Okay. Kommen sie zurück. Okay, ja, warum sprichst du Deutsch? Wir müssen eine dritte Sprache in der Schule lernen. In Schweden? Ja, in Schweden. So, dafür habe ich Deutsch gelernt. Sehr cool. Ja, du sprichst sehr gut Deutsch. Danke. Also, danke schön und viel Spaß noch. Hi! Das war mega krass. Der Asiate, er konnte einfach gut Deutsch sprechen. Ich glaube, er war noch nicht so vertraut, so richtig krasse Dialoge mit Deutschen zu sprechen, aber er konnte sich ja echt gut verständigen. Kümmern wir uns mal um unser Problemkind Lars. Oh, da kommt ein Hund. Die Leute sind einfach nett. Sind einfach nett. In Deutschland hätten so Hundebesitzer, die schütteln immer den Kopf. Wie will man hier schaukeln? Das geht gar nicht. Wo ist der Lars? Der schiebt wahrscheinlich hier schon runter. Da schiebt er. Und macht Spaß, oder? Korrekt. Ja, komm, soll ich einen Spanngurt holen, dann kann ich dich ziehen. Weil ich glaube, ich krieg dich nicht hier mit so richtig angeschoben. Da kommt ein Cabrio. Junge, die kennen ja nix. Und warum ihr euch gefragt habt, warum ihr das Bike nicht ausbekommen, sein Notaus hier, der ist gestern kaputt gegangen. Damit kriegt man das Bike eigentlich aus. Wenn du es dann nicht mehr dadurch ausbekommst, kannst du es ja nur abwürgen. Das geht aber nur, wenn du Kontakt zum Boden hast. Über das Ritzel, Kette, Kettenrad, Rad und Boden. Ja, das ging jetzt nicht. Deshalb, zum Glück konnte ich den Zündkerzenstecker ziehen. Und der Auspuff war noch nicht richtig heiß. So. Also der Tag heute ist gelaufen. Soll ich mal anfangen? Ja, fahr mal langsam. Ja. Geht's echt? Ja. Oh, Junge. Ah! Ja, okay, fahr. Halte deine Geschwindigkeit. Ja, es muss halt stramm bleiben. Stramm ist immer super. Alles für die Umwelt. Aber kommt hier Polizei. Echt? Ja, hier ist Polizei einfach. Kommt jetzt. Ja. Wir halten ja safe an. Ne, ich fahre weiter. Okay.